Hallo! Guten Tag! Wir sind schon wieder. Und Ja. zwar neigt sich ja der Sommer dem Ende zu. Und Ja. wir sind ja in der Einmach- und Einkochzeit und haben da mal so ein paar Stempel für euch rausgesucht, die eigentlich so ein bisschen in Antje, Vergessenheit. Antje, du kannst vorbeilaufen. Lauf schnell vorbei, Antje. Ja, da muss ich an ihr arbeiten. Ja, komm, bleib hier. Wir sind gerade dabei, so ein paar Stempelsets für Einkoch- und Einmachzeit vorzustellen. Und zwar so ein paar, die irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Sieht ja cool Und aus. ja, also Ja. das ist jetzt zum Beispiel für Rezeptekarten. Einmal die kleinen Ja. und einmal das große. Du hast das doch auch mal für deine Mutter gemacht. Das war doch diese Ja. tolle Idee. Ja, hat meine Mutter uns Ina, sag mal eben schnell, ein Album gemacht, ein Kochalbum. Genau. Und Und jetzt checken sie uns immer zu besonderen Anlässen die alten Rezepte und ja, rockt so. das immer an, praktisch, ne? Ja, super. Das ist doch eine schöne Idee Ja, von der ja. Mama, die alten Rezepte. Also das sind die besten. Die Sind es auch. allerbesten. Aber du kannst ja die gleichen Sachen haben wie die Mama, Aber es das schmeckt gleiche trotzdem Rezept. anders, Und die ja. Kinder sagen immer, bei Oma schmeckt das aber Aber es ist besser. so Das ist so. toll, sie weiß immer nichts und jetzt hat sie jedes Jahr und kann immer in diesem Ordner an. Das finde ich eine richtig, richtig Ich finde das schön. schön. Finde ich auch. Finde ich eine ganz tolle Idee. Ja. Ich habe auch von meiner ganz, also von meiner Uroma habe ich noch ganz viele Rezepte. Das muss ich mir nämlich auch noch Und mal so oft flattert das ja angewöhnen. immer nur rum. Ja, es Diese flattert ganzen tatsächlich rum. Zettel flattern immer rum, Ist bei mir überall. Und auch. bis du das gefunden hast, und jetzt habe ich das gebündelt, und das ist so Das ist auch toll. eine schöne Idee, wenn Kinder ausziehen oder so, ne? Auch So richtig die schön. Ja, das Lieblingsrezepte. stimmt. Und dann Also weißt du immer zum noch, was du Einzug. schenken Zum sollst. Einzug, ja. Das Mhm. ist perfekt. Ja, das stimmt. Das Also, merkt dafür man sind sich. diese Karten super. Ich zeige euch aber auch mal gerne ein Beispiel, wie das aussehen kann. Ah, die Farben. Vorne Ich finde anschauen. das Ja. richtig hübsch. Also, So ich finde, man toll. kann sich das immer so schlecht vorstellen, aber Wisst ihr was? Und das ist so das ist schnell richtig gemacht cool. und ist so eine schöne Idee, Ja, finde ich. Also, das ist so richtig schön. wertvoll, ne? Ja, So mh. wertvoll. So, viel Spaß weiter. Danke. Danke. Da haut sie einfach ab. Ja, ich muss arbeiten, ne? Ja. Und wir haben Spaß. Also, das ist sind zwei wirklich schöne Sets. Sets, genau, Stempelsets. Bei dem großen haben wir tatsächlich euch auch noch ein Beispiel hier gemacht. Das ist eine Box, wie ihr seht. Ja, schicken wir mal schnell rein, ne? Ja, Warte, ja. genau. Was ich auch eine richtig coole Idee finde. Und ihr seht ja auch gleich die ganzen. Jetzt ziehe ich das total. Du bist ein bisschen höher. Ja, genau. Danke. Entschuldigung, Nick. Frau. Ja. Also. Du musst was im Blick haben hier. Jedenfalls seht ihr dann auch gleich die Unterteilung. Und da haben wir auch dieses Set für. Genau, das Wo ist. du einfach echt alles gleich unterteilen Genau. kannst, halt, ne? Was du Kochbuch, halt brauchst. Mischmasch, das finde ich auch total. Das ist mit Soßen oder Raclette, was man da so gerne zu braucht oder so. Ja. Ne? Beilagen, Gerichte, also Vegetarisch. vegetarisch. Ja, kommt immer mehr. Aber ich glaube, da ist nicht. Was nicht? Was suchst du? Vegetarisch, wie gibt es denn noch da? Die Vegan? vegan ist nicht. Nee, Doch, dann, oh, wo? da, vegan. Vegan? Also wir sind Alter, super. mega super. Ja, das ist echt eine tolle Sache, finde ich. Ja, also finde ich richtig cool. Deswegen. Dann haben wir noch einen Mischmasch, was ich auch ziemlich cool finde. Das ist nämlich ein für Würziges. Also quasi kann man sich so eine schöne Flasche machen mit Kräuteröl. Manche machen sich ja auch Öle selber. Ja, Essig Essig, oder ein. genau. Es gibt ja auch, du kannst ja auch ganz viele kleine Glasschalen nehmen und Dips fertig halt machen. Ja, also da ist wirklich alles. Da ist Vorsicht, Feurig, Ja, Tomate, genau. Zwiebel. Es gibt doch auch, viele machen doch auch diese Chutneys oder sowas selber. Ja, das Damit stimmt. kannst du das alles super beschriften. Finde ich richtig schön. Dann haben wir auch noch, ich muss da mal wieder durchgreifen, nochmal zwei. Die decken dann das ganze Süße ab. Ja, das ist ja auch ganz schön viel Süßes, ne? Ja. Ja. Finde ich auch. Cupcakes, Pudding und Fondantröllchen, Muffins, die kann man auch gut zusammensetzen. Also da ist Eigentlich alles alles mit, hast du mit also du dabei, deckst da ne? wirklich alles mit ab. Wenn du gerne backst oder was weiß ich, dann. Ja, guck mal, hier hast du sogar noch die einzelnen kleinen, falls du denn irgendwie Roten schreiben Ja, möchtest oder genau. sowas. Also, das ist schon sehr, sehr cool. Ich zeige dir das mal ein bisschen dichter her. Das ist echt schön, finde ich auch. Ja, richtig cool. Dann haben wir, oh, wir haben da ja, wir decken Ja, echt alles richtig, ab. Ja, alles, wir haben alles. echt alles. Dann haben wir noch das
nochmal das flüssige Mischmasch. Da haben wir auch zwei Beispiele. So eine schöne Flaschen. Mit einfach so einem netten Anhänger dran. Und dann, ich finde die Butterung auch geil. Zeig mal ein bisschen rein zu mir. Entschuldigung. Finde ich auch total eine süße Idee, oder? Ja, ich finde das auch. Und da haben wir dann natürlich auch die passenden Apfelstempel dazu. Und auch die Stanzen. Also, und die Jessica hat nochmal ein paar tolle Anhänger von uns rausgesucht, ja, wenn man nicht längliche nehmen möchte. Genau, wir haben ja so viele unterschiedliche Anhänger für jegliche Form. Und hier nochmal als Tropfen finde ich auch total schön an Tropfen der Flasche. Ich finde Tropfen mega geil. Ja. Gerade wenn du auch vielleicht ein Likör halt machst. Oder genau, sieht ein bisschen edel aus. Oder ich finde die schon sehr hübsch dazu. Also das deckt echt alles ab. Dann haben wir nochmal, die haben wir noch nicht gehabt. Ne? Ja, die haben wir noch nicht. Was haben wir denn da? Das ist nochmal ein Einkochmischmasch und ein herzhaftes Mischmasch. Also das sind dann wieder Wurzeln, Brokkoli, Rucola, Steak. Steak, genau, das wäre für meinen Sohn. Ja, also für ich auch, aber wenn ich an meinen Mann denke, der braucht Steak. Genau, und hier haben wir dann nochmal wieder mehr die Früchte wie Pflaumen. Oh, habe ich schon gegessen. Ne? Sind die lecker vom Baum. Oh. Wir haben noch hier letztens in Assistor so einen Stand. Ja. Allerdings, da haben wir letztens Pflaumen geholt. Ich und Steffi hier, Papier Schorsch. Alter, die waren lecker. Die waren richtig, die waren richtig lecker. Finde ich auch. Also lecker, ne? Übrigens hier auch. Und dann haben wir nochmal ein herzhaftes, wo nochmal so ein bisschen Ingwer oder Geflügel, Eierstich, haben wir früher meine Oma immer gemacht, in so, das macht man heute glaube ich nicht mehr, wird keiner mehr machen, in so, in diesen Blechdosen, Einmachdosen. Ja. Da hat sie die reingerührt, dann kam die ja ins Wasserbad. Ja. Und wenn sie die dann rausgenommen hat und dann haben wir mit einem Löffel ausgedrückt, dann so, boah, das war das Geilste überhaupt. Eierstich ist das Beste, was wie es cool gibt. Ist das denn? Wo man sich überall dran erinnert, wenn man es mal liest. Ja, ne? Total. Also super, super schöne, Stempelsets, genau, ja, finde also ich auch. Wirklich. Und wir haben auch noch ein paar schöne Schablonen, um die Gläser zu dekorieren. Das sind hier einmal Kirschen, wir haben Erdbeeren, Äpfel. Ja, schön, dass du sie erkennst. Ja, ne, ich tue mich ja manchmal schwer. Und das sind Zitronen oder Orangen. Und auch die tatsächlich beides irgendwie, ne? Ja, klar. Obwohl, ich habe da immer nur Zitronen drin gesehen. Aber wenn du sie orange machst, oder? Geht das, glaube ich, auch. Kannst du ja mal alles probieren. Wir haben auch noch ein paar, andere Früchte. Genau, die sind halt schon länger drin. Ja. Passen aber zu dieser Serie eigentlich total super dazu. Finde ich auch. Also hier sind dann so ein paar Sachen. Und genau, das muss hier, die finde ich zum Beispiel richtig cool. Hier die Kirsche. Ich mag die Kirsche gepunktet. Die finde ich richtig süß. Ist auch cool. Süß, ja. Ja. Und das könnte man zum Beispiel auch in so einem Glas machen, wo man dann oben, finde ich eine super Idee. Also es sind jetzt nicht genau die, hier sind sie wieder gestanzt mit unseren Stanzen, aber so könnte man das ja auch drauf werden. Oder halt wirklich halt das oder auch nur oben. Das ist alles ein bisschen hoch, genau. Wie bei so einem Kaffee-to-go-Becher. Kannst du es ja auch machen. Ja, stimmt. Finde ich es richtig. Und auch da nochmal ein paar schöne Anhänger. Für oben drauf. Das sind keine Anhänger, das sind Briefmarkenstanzen. Ja gut, die Briefmarkenstanzen. Also für oben drauf. Ja, oder dran. Vorne. Also ich finde die echt sehr schön dazu. Also ich finde, sie passen auch super zu der Schrift. Und im Herz. Also es sind super, super schöne Sachen zum jetzt für die Herbstzeit zum Einkochen, zum Einmachen. Zum Beispiel meine Mutter macht wie eine irre Fliederbeersaft. Und das macht meine Oma auch. Ja, unheimlich. Oh, Entschuldigung, nicht deine Oma, meine Oma, deine Mutter. Ja, naja, das glaubt, die kommen vom Alter hin. Aber das ist sehr aufwendig, aber wenn man die Flaschen verziert und sie, das ist echt eine ich finde, du hast Sache. Immer schöne Geschenke. Ja. Du kannst richtig schöne Geschenke damit einfach machen. Jemand anderes auch. Einfach eine kleine Freude. Und also mit was selbstgemachten. Richtig. Und wenn man die dann, ist ja auch ganz schlicht, ne? Hier. Ja, das ist ganz schlicht, aber macht super viel her und sieht super aus. Ja,
Ein paar Papiere haben wir auch noch, die echt schön dazu passen. Die zeige ich euch nochmal. Wir haben wieder den Granatapfel. Den haben wir euch am Freitag, also jetzt vorgestellt. Der kommt jetzt in den Short. Genau. Wir haben Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen und hier noch diese süßen kleinen Kränze, die man auch sehr schön obendrauf dekorieren kann. Also, ihr Lieben, ran an die Töpfe, kocht, bastelt, backt, kocht, alles Mögliche. Und schaut einfach mal rein, vielleicht ist ja irgendetwas für euch dabei, wo ihr mit ihr anderen auch eine Freude machen könnt. Ja, sehr schön. Jo, ja. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss.